Gut und willkommen beim Whisky Bubbler. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir. Und heute gibt es wieder ein Unboxing. Und zwar hat der Lukas mir gesagt, er schickt mir was zu. Ich bin gespannt, was drin ist. Lukas, vielen Dank schon mal. Ich werde es einfach aufpacken und dann schauen wir mal, was mich demnächst erwartet. Es ist ja wirklich nett. Wir sind immer in Kommunikation, der eine oder andere. Und auf einmal schicken wir uns gegenseitig was zu. Also hier, Lukas hat mir was geschickt. Ich bin echt, wie gesagt, gespannt. Finde das genial, einfach diesen Austausch untereinander. Natürlich gibt es für mich auch immer hier die ein oder andere Leckerei, die ich vorstellen kann. Genial. Servus Norm, viel Spaß mit den Proben. Lass dir es schmecken. Viele Grüße, Lukas. Darf ich da jetzt schon reingucken? Oder? Was von der Arbeit, dein Zettel. Sehr lustig. Ja, oh, oh, oh. Ich finde es immer genial, also was hier drin ist, ne? Klar, ich würde die Pakete viel rubiater auspacken, aber ich habe immer Angst, dass hier, dass ich irgendwas übersehe und dann es irgendwie kaputt macht. Drei Proben, so wie es aussieht, von Lukas, krass. Belochin, 12 Jahre Manzanilla-Gas, wie geil ist das denn? Habe ich immer, als ich ihn gelesen habe, muss ich mir holen, kam nie dazu. Muss ich mal riechen. Ah. Süß und rauchig. Geil. Belachin 12 Jahre, Manzanilla Cask. Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Dann SMWS 3.248. Wir haben es hier mit einem 17 Jahre alten Beaumont aus dem Sherry Cask zu tun. Es wird rauchig. Sehr schön. SMWS, ne, ist ja auch sowieso aktuell so ein Thema. Und oh, der Exotic Cargo von SMWS, ein Blended Malt, First Fill Sherry 50 Volumenprozent, der ist fruchtig, habe ich gehört. Drei Abfüllungen, die ich nicht kenne. Vielen Dank, Lukas, ich bin wirklich gespannt drauf, wie die sind. Vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was erreicht mich so für Samples? Ja, drei Abfüllungen, wo ich mir jetzt viel erwarte. Lukas, ich bin gespannt, ich werde berichten, ich werde mich bei dir melden. Vielleicht schafft es die eine oder andere Abfüllung auch in die Kamera. Wie ihr seht, hier sammeln sich ein bisschen Samples an. Ich probiere immer mal wieder ein Sample reinzuschmeißen. Ich bin natürlich eher geneigt, Flaschen zu verkosten, aber ich glaube, der Manzanilla, der muss hier, glaube ich, mal vor die Kamera, würde ich sagen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao.